Meine lieben Schwestern und Brüder, der, wenn ich recht sehe, der neueste Kommentar zur Regel des heiligen Benedikt, jenes Werkes also, das wie kaum ein anderes neben der Heiligen Schrift, das, was wir europäische Kultur nennen, geprägt hat und vielleicht überhaupt erst ermöglicht hat, viele Jahrhunderte hindurch. Der neueste Kommentar der Schwester Aquinata Böckmann trägt den schönen Titel »Christus hören«. Sie greift damit das erste Wort der Regel Benedikts auf, im Prolog, wenn von Ausculta oder in einigen Handschriften Obsculta die Rede ist, also höre. Aber sie will das Wort hören nicht haben in der Übersetzung. Sie schreibt horche. Zu horchen ist noch einmal etwas anderes als hören. Wir hören viel. Während wir essen, hören wir gleichzeitig Nachrichten oder der Fernseher läuft oder dieses Multitasking, das wir heute vielfach erkennen und vielleicht bei uns selber beobachten. Das ist etwas anderes als horchen. Man muss horchen, so sagt Benedikt, um gehorchen zu können. Man muss horchen und schweigen, um zur Demut zu gelangen. Man muss horchen, um zum Gemeinschaftsleben, zur Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen, fähig zu sein. Für Benedikt heißt das in seiner Regel, nur um einige Stichworte zu nennen, weil dieses Horchen wie ein roter Faden durch die ganze Regel geht. Horchen, um in Achtung einander zuvorzukommen. Horchen, um einander zu gehorchen. Horchen, um zu tun, was dem anderen nützt. Horchen, um einander die Bruderliebe zu erweisen. Und auch wenn die Brüder zusammenkommen, schreibt Benedikt, dann sollen sie auf den Abt horchen, sie sollen auf die Gemeinschaft horchen und auf den Geringsten, auf den Jüngsten horchen. Man soll auf die horchen, die von draußen kommen. Man soll nicht alles machen, was sie sagen, aber man soll auf sie horchen. Und der Pförtner nimmt in der Regel Benedikts, also der sozusagen die Schleuse nach außen ist, zwischen Klausur, dem Klaustrum, dem Monasterium und der Außenwelt, ist so etwas wie das Ohr der Gemeinschaft. Er hört den Ruf der Ankommenden und der Armen. Wenn man das so auf sich wirken lässt, was Benedikt da schreibt, indem er die ganzen Traditionen des Ostens und Westens sammelt und bündelt und wenn man so will, das Beste auswählt, dann ist es sehr verständlich, warum er ein Patron Europas ist. Nicht nur aufgrund der Prägekraft seiner Regel, die wirklich in der Lage war, eine ganze Kulturlandschaft hervorzubringen, sondern man sieht auch, wie bitter nötig Europa es heute hätte, genau das zu tun, was dort in der Regel steht. Heute bei Unternehmensfortbildungen wird schnell die Regel Benedikts bemüht. Klar. Man kann natürlich ein Unternehmen gut organisieren. Die Klöster wären lange untergegangen, wenn das mit dieser Regel nicht ginge. Aber die Frage ist die des leitenden Wertes. Man kann nicht sozusagen ein Organigramm aus der Regel entnehmen und den eigentlichen Inhalt wegzulassen. Nämlich den Inhalt, Christus zu hören. Der Inhalt der Regel ist Christus. Auf ihn zuzugehen. Auf ihn hinzuleben, sein Wort zu horchen und ihm zu gehorchen. Das ist der eigentliche Inhalt. Das vergessen wir heute in Europa. Deshalb hören wir und horchen wir auch nicht mehr aufeinander. Wir denken an unsere Moneten, wenn wir über Europa reden, weil wir als Deutsche natürlich die dicke Hose haben mit dem Portemonnaie. Schön, dass es uns gut geht. Aber dass in anderen europäischen Ländern, wie etwa in Griechenland, Menschen auf der Straße sterben. Normale Menschen, wie du und ich, auf der Straße sterben. Alte Menschen keine Medikamente mehr haben, auf die horcht keiner. Wir reden dann von neuen Vorschlägen, die gemacht werden müssen, von Memoranden und immer nur vom Geld. Christus, der Inhalt dessen, was Benedikt wollte und was große Kraft hatte, ist in Europa quasi verschwunden. An seine Stelle ist das Geld getreten. Ein großer Tresor oder die Börse oder die Banken, was wir wollen. Das ist das goldene Kalb, um das wir in Europa herumtanzen. Mit vielen Verrenkungen, mit vielen, vielen Anstrengungen.
was wir vergessen? Wir vergessen darüber, wenn wir Gott vergessen, wenn wir Christus in die Mitte stellen, wenn wir das vergessen, vergessen wir den Menschen. Alles wird zu einem hohlen, klappernden Gefäß, wie Paulus sagt. Ohne Inhalt, ohne Wert und ohne Zukunft. Wie bitter nötig hat Europa, wieder auf Benedikt zu hören, auf seinen Patron, um Zukunft zu haben.